Sachen stehen ja richtig. Ja, der sitzt noch drin. Ist egal. Ich bin schon ganz begeistert. Ich bin hier gerade angekommen beim Herrn Kück und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch ein absoluter Vogelfreund bin. Und wenn ich es noch ins Auto kriege, würde ich gleich noch eine Röhre mitnehmen bei uns. Wir haben ein Steinkreuzchen bei uns und das ist schon mal sehr beeindruckend, was Sie hier in der Einfahrt haben, Herr Kück. Aber weshalb ich hier bin, ist die Tatsache, dass Sie im Prinzip jetzt als Wolfsberater zurückgetreten sind, was ja in aller Munde ist gerade aktuell. Ne? Gehen wir hier rein. Ist auch zu laut hier draußen, glaube ich, ne, an der Straße. Aber ich kann nur jedem empfehlen, der hier in der Ecke ist, der jetzt Fledermauskästen und so weiter kaufen möchte, weil ich finde das super hier. Diese Röhren sind bei uns besetzt tatsächlich, werden jedes Jahr ausgezählt, ne, wie viele Junge da sind. Super. Und dementsprechend... Bei uns sehr selten, deshalb versuchen wir das Programm voranzubringen. Ja, bei uns gibt es relativ viele Steinkreuzchen, ne? Aber dann die... Was waren das? Ah, Waldkauz? Waldkauz jetzt. Waldrohreule selber baut ja im Krähennest und solche Geschichten, aber die... Was wir sonst noch haben, ist natürlich die Schleiereule. Und die braucht große Kästen und Häuser, in die Dachgiebel und so weiter. Da haben wir viele Dutzend hier in der Region eingebaut, die werden sehr gut angenommen. War das bei Ihnen hier auch dieses Jahr ein Problem, dass die Schleiereulen so viele verendet sind im letzten Winter? Auch. Haben nicht nur Nahrung nachher. Weil die brauchen jeden Tag, glaube ich, Nahrung. Ne? Die können keinen Tag aussetzen. Nee. Ne? Ja, ich finde das beeindruckend. Und das bauen Sie hier in einem Verein, oder was? Oder? Ich habe hier so einen Freundeskreis seit 45 Jahren und wir treffen uns ab und zu und regelmäßig. Wir haben eine kleine Werkstatt dahinter zu und da ist das gut zu machen. Ein bisschen Geselligkeit dabei pflegen und am Lagerfeuer in der Hütte sitzen, das ist so. Schade, dass Sie so weit weg sind. Da hätte ich wirklich Spaß dran, wirklich. Ja. Also das finde ich super. Also das finde ich schon mal genial. Sollen wir hier stehen bleiben oder? Ja. Also zum Thema Wolf. Ich verfolge das ja auch schon so ein bisschen. Bin eigentlich so richtig drauf gestoßen, als ich bei Kai Kruckmann war im Frühjahr. Wir haben selber Pensionspferde und bei uns war ja in Köln auch der Wolf. Der ist bei uns an der Reitanlage auch wohl vorbeigegangen. Und deshalb war das Thema für mich auch einmal von jetzt auf gleich präsent, sage ich mal. Ne? Dass ich echt gedacht habe, so jetzt musst du dich mal drum kümmern. Und dann war ich beim Kai, habe auch ein Video gemacht und war danach... Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil mich das so beschäftigt hat. Ich kannte immer nur so diese Darstellung, der Wolf ist gut für die Natur und so weiter und dieses Positive, aber dieses Negative, der Kai, wie der nervlich am Ende war und so weiter, dass er jetzt sogar seine Schäferei dran gegeben hat, das war mir bis dato gar nicht so bewusst irgendwie, ne? Oder was man dann... Das ist nicht der Einzige. Ja. Ein weiterer hat das auch schon gemacht. Und wie kommt jetzt Ihre Entscheidung, dass Sie jetzt sagen, ich trete zurück? In kurzen Fakten zusammen. Ich mache seit 10 Jahren Wolfsberater im Landkreis Cuxhaven. Wir sind eigentlich der Landkreis mit den meisten Nutztierrissen in der gesamten Niedersachsen. Vor allem von Anfang an, weil wir da ein sehr auffälliges Rudel hatten. Was auffällig geworden ist, weil die Elterntiere zu einer Phase illegal erschossen wurden, wo die jungen Wölfe 8 Monate waren. Zum Überleben dann sehr viel Schafe und auch Kühe nachher gerissen haben. Das hat dann 2, 3 Jahre gedauert, bis wir das Thema wieder beruhigt haben, weil einige abgewandert sind, einige im Straßenverkehr ums Leben gekommen sind und so weiter. Das hatte sich jetzt auch soweit beruhigt. Allerdings haben wir eine enorme Zunahme von Wölfen seit Jahren hier in der Region und damit verbunden auch immer mehr Nahbegegnungen, immer mehr Sichtungen, immer mehr Videobilder und immer mehr auch Übergriffe. Hm. Die Spitze steigert sich eigentlich in 2021 jetzt rein, dass sie zum ersten Mal große Ponys getötet haben und auch zu einem erheblichen Maße mit einem kompletten Rudel gefressen haben. Wir haben zurzeit 3 Rudel im Landkreis Cuxhaven und ungefähr 30 Wölfe mit einer unbekannten Dunkelziffer noch dazu. Und merken einfach, dass, und das ist meine Einschätzung, dass wir es nicht mehr in den Griff kriegen. Wir hatten ja auf einer Böckjagd am Wochenende zwischen 12 und 15 Wölfe in einem Treiben drin, mit ungefähr 20 Leuten, die immer Nahbegegnungen mit Wölfen hatten, weil sie relativ vertraut da nur ausweichen, aber nicht hochpanisch stiften gehen. Und es sind immer mehr Nahbegegnungen bei Häusern, sogar die gucken abends im Stall rein. Und ich habe ja selber über viele Jahre Öffentlichkeitsarbeit in Schulen, in Kindergärten gemacht, um den Kindern die Ängste zu nehmen.
Und ich muss einfach jetzt feststellen, mir gehen die Argumente aus. Mir gehen die Argumente aus, weil wir immer mehr Wölfe haben, immer dichter bei den Menschen. Und ich musste jetzt irgendwie für mich, nachdem auch zusätzlich alle wolfserweisenden Schutzzäune, die wir den Landwirten angetragen haben, in großen Teilen nicht mehr den Schutz gewährleisten können, muss ich die Reißleine für mich ziehen. Weil ich merke einfach, es wird irgendwo so ein Break-Even-Point geben, wo auch der Mensch keine Hürde mehr ist. Die Wölfe überwinden Schutzzäune von 1,25 Meter bei Schafen mit enorm viel Strom drauf. Sie überwinden in der letzten Woche ganz aktuell den Deichzaun, der an der Weser gebaut worden wird, als Modellversuch gegen Wölfe. Bei 1,50 Meter fast, da springen sie durch die Drähte, die Vollstrom haben, durch, schütteln sich einmal, machen vielleicht auch noch einmal Quick, aber danach gehen sie zur Tagesordnung und reißen Schafe. Das heißt also, wir finden im Moment keine richtige Lösung, den Wolf mit irgendwelchen Mitteln ernsthaft abzureißen. Das sind nicht alle Wölfe, aber einige Spezialisten, die dann in der Lage sind, die Zähne zusammenzubeißen und da durchzugehen, machen es. Dazu kommt, dass sie auch hohe Drähte überwinden, entweder oben drüber oder unter durchbuddeln, bis zu 2 Meter und in Dampfgatter eindringen. Und die Summe der Dinge jetzt hat mich dazu veranlasst, nachdem dann zusätzlich noch im Team unserer Wolfsberater Kollegen sind, die sehr nabelhaltig sind und sehr pro Wolf sind, auch der Kreis die Dinge ein bisschen deckelt, da muss ich für mich eine Reißleine ziehen und ich will die Verantwortung für das, was jetzt noch kommen kann, nicht mehr übernehmen. Ich bin in anderen Dingen im Naturschutz lebenslang aktiv, im Bundesverdienstkreuzträger Naturschutz. Ich will mir nicht vorwerfen, ich habe nicht rechtzeitig den Mahnt und den Finger aufgehoben. Wir sind an einem Punkt, wo jetzt eine Wende passiert hat. Politik nach meinem Rücktritt ist jetzt sehr wach geworden und ich hatte ein langes Gespräch mit Umweltminister Lies und auch mit dem kompletten Weltforstbüro über Videokonferenzen. Da musste ich jetzt einen Rücktritt bewegen. Also ich hatte Ihnen das ja eben schon im Telefonat gesagt, erstmal Hut ab für Ihre Entscheidung. Und ich finde es so schade irgendwie, dass das... Was müsste passieren, dass Sie weiter Wolfsberater bleiben würden? Was müsste sich ändern? Für mich ist das Thema abgeschlossen. Ich werde aber weiterhin beratend für das Wolfsbüro das Thema hier in unserer Region bearbeiten, weil ich einer der wenigen, wenn man glaubwürdigen Partner in diesem Bereich bin. Das ist die Bitte von Herrn Lies und vom Wolfsteam, aber nicht mehr als offizieller Wolfsberater. Was müsste denn das Wolfsmanagement, was müsste passieren, dass Sie sagen, die Sache ist doch noch tragbar? Wir werden anfangen müssen, einige Wölfe zu entnehmen. Wir müssen vor allem die Rahmenbedingungen schaffen, da schnellere Lösungen zu finden und neue Argumente, warum die Wölfe zu dicht an den Menschen sind. Wir werden versuchen müssen, mehr an Vergrämung ranzugehen, auch in Verbindung mit den Jägern. Aber letztendlich auf lange Sicht wird es bei einer Zunahme von 30% der Wölfe in Niedersachsen jährlich ohne Jagdrecht irgendwann nicht mehr abgehen. Das sehe ich so kommen. Was ist denn so eine Zahl? Was wäre denn so der Besatz, den Sie sagen würden, der ist okay hier in Niedersachsen? Das wäre so. Wir haben ja jetzt schon über 350 Wölfe in Niedersachsen. Wohlgemerkt, in Niedersachsen. In einem eng besiedelten Landkreis bis zum Beispiel Bundesland. Das ist mehr als in Norwegen, glaube ich. Norwegen, Schweden, Finnland zusammen haben knapp mehr zusammen. Mit einer Vielfache an Flächen und naturnahen Lebensräumen. Es gab mal am Anfang eine Aussage, als wir das Wolfsmonitoring angefangen haben, wenn wir 1000 adulte Elterntiere in Deutschland haben, kann man über das Jagdrecht nachdenken. Da sind wir lange überweg. Die Politik findet nur nicht den Mut, jetzt da auch ein bisschen konkreter ranzukommen. Meine Hoffnung ist, dass mit der neuen Bundesregierung vielleicht neue Richtlinien entwickelt werden, um auch den Sorgen der Bürger gerecht zu werden und das nicht alles auszusitzen. Ja, man merkt es ja auch, dass die Stimmung gekippt ist. Ne? Ja, erst war alles ja immer pro Wolf, aber die Stimmung ist gekippt. Man kann das gar nicht anders sagen. Es gibt allerdings sehr viele Leute, die pro Wolf sind. Es gibt auch durchaus aggressive Leute. Ich werde auch bedroht in diesem Thema, aber nicht, das ist nicht der Grund meines Rücktritts. Das halte ich aus, auch die Argumentation mit diesen Leuten. Da tun wir uns, glaube ich, nichts. Aber ich werde auch bedroht. Also, das ist mir völlig Pumpe. Ist mir da völlig muss man gelassen bleiben. Ja, genau. Naja, genau. Aber entscheidend ist ja, ich möchte nicht irgendwann vor einem Mikrofon stehen, wie bei Ihnen heute,
und erklären müssen, warum Mensch und Wolf nicht geklappt hat, in dem ein Übergriff passiert ist. Ich habe das Gefühl, das wird nicht mehr lange so gut gehen. Also ich habe mit dem Dr. Weiler, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der hat auch viel mit Wölfen zu tun, ist eigentlich ein Pferdeexperte, hat aber auch mit Weißrussland und so weiter guten Kontakt mit Experten, die da eben auch Bücher geschrieben haben, mit Professoren und so weiter. Der sagte auch schon in dem Beitrag, ich hatte ihn genauso wie jetzt hier auch gefilmt, und er sagte, die lachen sich da ein bisschen kaputt in Weißrussland über die Art und Weise, wie wir mit dem Wolf umgehen. Ne? Dieses Vergrämen, dass das hier nicht stattfindet, dass man im Prinzip alles zulässt. Ne? Ja. Der Wolf kann ja nichts dafür. Der Wolf macht, was ein Wolf macht. Ne? Ich habe ja auch viele Jahre das eigentlich auch die Rückkehr der Wölfe positiv mit bewertet und versucht auch die Rahmenbedingungen dazu hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen. Aber die Realität und die Intelligenz dieser Tiere und die Nahbegegnung und die Art, wie sie Zorn überwinden und die Nähe der Menschen jetzt immer mehr finden, hat mich selbst jetzt zu einer Entscheidung gebracht, die ich vor Jahren noch nicht für möglich gehalten habe. Ja. Also wir haben unseren Hund dabei und wir sind jetzt hier bei meinen Verwandten. Meine Frau sagte, ich gehe mit dem Hund hier nicht spazieren. Ne? Können Sie das nachvollziehen irgendwie? In Teilbereichen ja. Zumindest Hund alleine geht gar nicht. Und dann auch eine Taschenlampe dabei und nicht mehr im Dunkeln. Wir wohnen ja auch mitten im Wald, wir haben ein großes Waldgrundstück hier. Und meine Frau geht immer spazieren, ist aber auch schon ein bisschen verunsichert. Weil Wölfe können zurzeit im Landkreis haben in jeder Ecke sein. Wir kriegen aus allen Richtungen des Landkreises von Sichtungen und Meldungen. Ich habe pro Tag 6 bis 7 Telefonate aus der Leitung, die nur gesehen, gehört, Wildtierriss, Nutzerriss oder Sorgen und was kann ich machen, um mein Tier zu schützen. Jetzt ist ja alles widerlegt worden, was vom Wolf behauptet wurde, um dem Deutschland schmackhaft zu machen, sag ich mal. Ne? Die Zäune haben nicht funktioniert, es ist an Pferde drangegangen worden, es ist an Kühe drangegangen worden, alles ist ja widerlegt worden, jetzt fehlt ja eigentlich nur noch der Mensch. Gibt es eine Wahrscheinlichkeit oder sagen die, nee, ist ausgeschlossen? Ich habe vor Jahren gesagt, das scheint mir nicht wahrscheinlich. Aber diese Aussage kann ich jetzt nicht mehr zustehen. Ich habe das Gefühl, wir sind an solch einem break-even Point, dass irgendwann auch was passieren wird. Weil ich habe gerade gestern Abend rief mich wieder eine junge Frau, die von der Arbeit kommt mit dem Fahrrad in einem Dorf, wo auch Wölfe sind, in der Region. 2 Meter neben ihr stand ein Wolf an der Straße. Was sie natürlich einen furchtbaren Schreck gekriegt hat, Gas gegeben hat. Er hat sie noch nicht attackiert. Aber es wird irgendwann ein Punkt kommen, wo ein Wolf sich auch in der Enge gedrängt wird, fühlt. Wenn er abends im Stall kommt, der Bauer kommt von der falschen Seite in den Stall rein. Gerade heute wieder eine Meldung gekriegt, dass einer in den Stall reingeguckt hat abends. Wenn er dann ausweichen kann, mag es noch gehen. Aber wenn er in der Enge gezogen wird, dann wird er irgendwann auch aggressiv werden. Da gehe ich von aus. Und ich möchte solche Interviews mit Nutztieren, das halte ich aus. Aber mit Mensch, das muss ich nicht mehr haben. Ja. Dann mache ich, wie Sie hier sehen, lieber ein bisschen was mit Kindern, Naturschutz machen, Naturschutzprojekte. Komme gerade wieder aus der Wald AG, mache mit Kindern Wald, Naturschutz und solche Dinge, alles ehrenamtlich, und das macht Spaß. Das finde ich auch super. Sie haben selber Enkelkinder, habe ich eben gehört. Und, Sie sind da, ich muss auch eigentlich auch rein. Ich will Sie auch gar nicht viel länger aufhören. Ich sagen, dass ich schon wieder abgehalten werde, weil ich ja froh bin, dass Sie mal kommen. Können Sie denn einen Appell noch richten an die Leute, die jetzt mit Wölfen weiter das Sagen haben? Nur ein Appell irgendwie in eine Richtung. Also ich würde mir wünschen, dass wir pragmatischere Lösungen finden, schnellere Lösungen, nicht aussitzen, klare Richtlinien, und wenn es dann nicht anders möglich ist, muss der Wolf ins Jagdrecht, wenn eine Zunahme und eine Gefährdung der Bevölkerung, der Großteil der Nutztierhalter nicht mehr zu verhindern ist. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, wirklich. Also es war jetzt Zufall, dass es das irgendwie geklappt hat. Ne? Vielen Dank. Ich habe jede Menge Interviews auf der Matte gehabt, vom Spiegel über NDR. Auch von Beiträgen und über belasse das ja nicht so, aber ja. Aber weil ich jetzt mein Enkelkinder, ich will auch nicht unangenehm werden. Nee, ich nehme aber noch, ich gehe mal gerade zum Auto. Also, wenn Sie was brauchen, nehmt es raus, da vorne ist ein Satz. Ich gebe Ihnen das lieber direkt, weil ich habe. Bei uns geht das alles ehrlich. Sie legen das hier rein, schreiben eben Ihren Namen rauf, was Sie mitgenommen haben, und dann ist das gut. Das ist so krass. Das wird bei uns nie funktionieren. Machen wir seit vielen Jahren, das ist kein Problem. Also. Was das kann denn passieren, wenn mir einer einen Vogelkasten mitnimmt? Dann hat er die Absicht, da irgendwo hinzuhauen und zu Feuer zu tragen. Und wenn er dann hinhängt, hat er dann genau das erreicht. Was wir wollen, die 8 Euro machen, dann auch nicht. Ich finde das super. Vielen Dank. Aber gucken Sie bitte gleich rein, ja? Bitte? Gucken Sie gleich nur rein, bitte, ja? Ich habe da keine Sorgen. Alles gut.
verrückt. Sowas gibt's bei uns in Köln nicht. Also wenn die hier da liegen würden, die wären innerhalb von einer Stunde weg. Und ich glaube nicht aufgehängt, die würden dann wieder weiterverkauft werden. Na, in dem Sinne, ich bedanke mich bei dem Herrn Kück. Er kriegt gleich von mir nochmal die Adresse zugeschickt, wo er das Interview schauen kann. Und dementsprechend, hier kommt schon gerade das Geld angelaufen. Sag ich mal, bis später, wir sehen uns. Und wer hier vorbeikommt, bleibt stehen. Das ist echt eine ganz tolle Aktion. Und ich habe das genau verstanden, was der Herr Kück gerade gesagt hat im Interview. Ihr habt es, denke ich, auch alle verstanden. Und hier kann man so ein bisschen Wissen mitnehmen. Was heißt ein bisschen? Eine ganze Menge Wissen. Lohnt sich, hier anzuhalten. Ich sag mal, bis später. Und nochmal vielen Dank, Herr Kück, für das Interview.